Ja, servus und Petri, heil und herzlich willkommen, meine lieben Sommerangelfreunde. Ich bin der Hafenkönig Dämlich und das ist The Fisherman Fishing Planet auf der PS5 in 4K mit richtig guten Sound, hoffe ich heute für euch. Part 134. Wir wollen mal weiterschauen. Wir sind hier immer noch an der Mauer. Im letzten Part hat es so ein bisschen gehakt. Ich habe jetzt die Zeit mal vorgespult. Ihr seht es schon. Jetzt geht die Bisszeit richtig krass nach oben und ich hoffe, dass wir hier abends vielleicht noch einen Wels oder irgend sowas fangen können. Ich habe jetzt mal umgesattelt, statt Scheiner hier mal auf die kleine Elritze. Legt das ganze Produkt jetzt hier erst einmal ab. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, lass uns doch auch noch mal probieren. Hier Allround mit einem Tauwurm. Damit habe ich geguckt, da können wir extrem viel fangen. Von Wels, Barbe, Barsch, alles Mögliche. Und davon gibt es noch einige, die wir brauchen. Ja, wie weit ist die Frage, gell? Ja, keine Ahnung. Da hinten, da spritzelt's. Einfach mal gucken, ob wir, wie weit wir jetzt kommen. Das Ding hier hinten rausschmeißen. Dankeschön für eure Kommentare, für eure Likes. Mega nice. Gefällt mir immer wieder gut, was ich da von euch lese und höre. Gerne mehr davon, von dem Feedback. Das freut mich wirklich sehr. So, jetzt gucken wir aber noch mal, ob wir hier jetzt Merkel kommen in diesem Part. Ich bin gespannt. Natürlich will ich auch wieder probieren, hier den ein oder anderen Raubfisch rauszuholen. Wir probieren hier nochmal mit den Handstrunner. Da konnten wir ja schon einen schönen Wels verhaften. Und den einen Missionswels haben wir auch gefangen. Der hat ja 11, noch was Kilo. 10 haben wir gebraucht. Das haben wir auf jeden Fall bravourös erledigt. Nicht amorös, sondern bravourös. Jetzt können wir mal gucken, ob hier auch nochmal sich einer meldet. Wäre ja auch ganz cool, wenn wir da nochmal Glück hätten. Jawohl, das läuft alles ganz gut bisher. Uiuiui. Da muss man aber ganz zart die Führung angehen, sonst zieht es den komplett runter, weil er 8 Meter tief geht. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. So, ich habe natürlich hier wieder ein schönes kleines Käffchen. Ich wohne auch in einem kleinen Käffchen. So, und an der Pose scheint nicht der Scheiner, sondern die Ritze. Aber da könnte was in der Nähe sein. Es sieht zumindest so ein bisschen aus, als ob da vielleicht was beißt. Also Bisszeit geht dann eigentlich top hoch. Also wenn man jetzt davon ausgehen sollte, eigentlich hier richtig was abgehen, hoffe ich doch zumindest. Weil wir konnten auch noch nicht so richtig die großen Kollegen von den Forellen verhaften. Muss ich hier nochmal wechseln. Wo haben wir denn? Ah, hier der Medium Spooner, da ist. Da kommen wir wahrscheinlich nicht allzu weit raus. Ach nee, ich dachte, wir hätten den kleineren jetzt drauf geschnallt. Aber ich glaube, da kommen wir wirklich nicht weit raus. Noch mal mit dem Medium Spoon hier probieren. Da muss doch irgendwas, muss doch mal hier richtig zur Sache gehen. So, und bei uns in Thüringen kommt jetzt bald eine richtig kräftige Hitzewelle an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe, ihr steht nicht im eigenen Saft mit Arschwasser und Co. Also bei uns hier, heute geht es noch mit 24, aber die Luft steht schon. Ich habe so ein bisschen so ein paar 30 Grad, das brauche ich nicht unbedingt. Bin ich jetzt nicht so der Mega-Freund von. Vor allem, wenn dann kein Lüftchen geht. Da rinnen bei mir schnell Schweißperlchen über die Stirn. Aber jetzt mal geguckt, ob hier nicht endlich mal
die erfolgreichen großen Fische kommen. Manche gibt es so fette, große Wälse und alles Mögliche hier in den ganzen Ecken. Da muss sich doch mal einer verhaften lassen. Es geht doch gar nicht anders. Ja, natürlich hier wieder 4-0er. Mega groß gewählt, der Köder. Ich probiere jetzt mal die Nummer kleiner. Ich glaube, das funktioniert einfach besser. Und man hat potenziell einfach nochmal ein bisschen mehr Fisch. Die Eritze, jetzt wandert sie aber. Ich glaube, das ist kein ganz normales Verhalten. Na, schauen wir mal. Vielleicht kriegt man da ja wenigstens gleich einen Biss. Ansonsten gehe ich nochmal in die Grundrute und stelle da nochmal was rum. Hier ist der 14 Gramm. Ja, kommen wir wirklich nicht weit raus. Da passiert leider nicht so viel. Schade. Aber was nicht ist, wird meistens ja noch. Bisher hat es doch meistens geklappt und wir haben immer noch ein bisschen Glück zum Schluss gehabt, dass sich dann noch ein größerer Bursche gemeldet hat. Ja, und lustig ist eigentlich gerade, wenn ich hier auf die Zeit gucke im Spiel, so spät ist es jetzt bei uns hier auch. Das seht ihr mal, wenn ich immer aufnehme. So ungefähr kommt das hin. Aber zum Glück vergeht in unserem Tag die Zeit nicht so schnell wie hier im Spiel. Ich hole nochmal rein. Grundfutter haben wir noch. Ja, jetzt wechselt er natürlich nochmal. Oh, 1er Haken nur. Ich nicht einen 1-0er drauf hauen. Ah ja gut, vielleicht haben wir ja das Glück und fangen damit eine Riesenplötze oder sowas. Die geht ja auch da drauf auf den 1-0er Haken. Aber eben auch da 13 Kilo Wels. Da möchte ich hin, aber das ist so schwer anzuvisieren, direkt dahin zu kommen. Ach, ich hau einfach ein bisschen weiter und leier noch ein bisschen rein. Das müsste ja dann besser passen, oder? Wo sind wir denn angekommen? 67. Ja, dann leier ich noch 1, 2, 3. So. Da müssten wir jetzt ungefähr dort liegen, wo wir hin wollten. What? Nee. Hä? Das Ding ist gerade erst runtergegangen. Oh! Ist was Kleines, aber trotzdem. Na, das ging ja jetzt super fix. Also da hat sich doch bestimmt, ich tippe jetzt mal im Barsch, den Tauwurm geholt, wo der untergegangen ist. Oder? Nee, Karausche. Oh, geil! Die geht auch auf den Tauwurm. Ich sag's, ich habe vorhin mal nachgeguckt und da kann man richtig schöne, viele Fische mitfangen. Und das lasse ich mir doch gefallen. Das lasse ich mir doch gerne gefallen. Ja, da leihen wir wieder ein wenig rein. Wir sind ungefähr in der Richtung. Ja, das sieht gut aus. So, aber was ist mit der Pose? Kann die natürlich hier hinten auch noch mal ein bisschen tiefer stellen und mal ein bisschen weiter nach links werfen. Was geht man da mal? Muss mal mit 1,30 anfangen. Da müsste man natürlich immer die maximale Weite ausnutzen.
um jetzt nicht nur den ganz kleinen Friedfisch zu fangen. Ah, hier kommen wir halt leider. Da kommen wir nur bis auf die Ecke hier. Es ist nicht viel. Obwohl ich auch gerne an der Mauer direkt mal langziehen würde, weil das ist doch ein Haufen Struktur. Da muss doch Fisch davor stehen. Um sich vor der Strömung oder sonst irgendwas zu schützen. Und da werden auch mal kleine Friedfische vorbeigespült, die sich die Räuber holen können. Das muss doch eigentlich ein Megaspot sein. Aber es hat noch nicht gerappelt in der Kiste hier an der den anderen zwei Ruten. Eigentlich schade. Die Zeit kann es ja nicht sein. Vielleicht melden sich dann natürlich noch die Welse. Darauf hoffe ich ja auch noch. Die gehen ja auch auf die Elritze. Und da habe ich jetzt nicht nur den Blutköder dran. Was ja auch interessant ist. Oh, da hinten geht schön die Sonne unter. Herrlich. Ich war auch seit mehreren Wochen jetzt wieder nicht angeln. Also mal gucken. Ich wollte eigentlich am Wochenende mal gehen, aber da das 35 Grad heiß werden soll, gehe ich vielleicht mal von, ja, von um 9 bis um 12, mal 3 Stunden und mal gucken, ob ich in 3 Stunden einen Aalbiss kriege. Ah! Erster Kontakt. Jetzt hier auf dem Medium Spoon. Aber Grundrudern geht jetzt leider wieder gar nichts. Oder muss ich noch näher an die Mauer dran? Also in echt würde ich vielleicht nur so einen Meter neben die Mauer werfen. Also jetzt nicht mit der Spinnrute, damit natürlich auch, aber auch mit der. Oh! Hose. Da scheint was zumindest an der Grundrute zu sein. Schon mal schön. Das könnte wieder unsere Karolin Karausche sein. Aber das ist mir egal. Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall. Pose könnte ich jetzt noch mal umstellen vorher. Ja, ist wieder eine Karausche. Das scheint ein schöner Karauschenspot zu sein. Selbe Größe ungefähr, aber die gibt es ja noch in größer. Und das war ja eh so ein Zielfisch, den ich gerne fangen würde. Cool. Ja, da scheint das schon mal zu gefallen. Das ist richtig geil. Der könnte zu kurz geraten. Naja, da legt man gleich mal ab. Ich glaube, die anderen waren alle so ein bisschen weiter draußen. Sehe ich gerade. Machen wir so. Schade mit der Pose, dass da immer noch nichts geht. Ich mach mal diesen, um einfach noch mal zu gucken, ob hier vorne was geht? Ah, hier liegt sie, gell? Ja, Mist. Liegt sie da? Aber vielleicht haben wir ja noch Glück. Vielleicht haben wir noch Glück, aber Schabernack möchte ich jetzt gerade auch nicht betreiben. Machen wir jetzt mal Trick 17. Hat man, glaube ich, schon mal probiert. Auf 3 Meter, aber einfach mal, weil wir es können. Weil jetzt, gerade bei dem Wetter, da sollte doch ein Wels sich definitiv mal einfinden. Das kann mir doch keiner erklären, warum das nicht passieren sollte.
So, und jetzt machen wir mal hier auch Trick 17. Direkt an der Mauer. Um dort jetzt den mega großen Fisch wegzulocken von der Mauer. Einen fetten Ultra-Barsch. Quasi der Wrestling-Barsch. Der aufgepumpte. Der Brock Lesnar. Der Goldberg. Der Hulk Hogan. Ah, jetzt dachte ich schon, nee. Nee, nee. Das war nix. Die lassen sich nicht so schnell überlisten hier. Oh! Aber das ist doch jetzt ein Knabbern, oder? An der Pose. Sehe ich das falsch? Nee, das ist was. Das muss was sein. Gehe ich jetzt mal stark von aus, ja. Das sieht mir eigentlich ganz gut aus. So, Schluck Kaffee, dass das auch was wird. Oh, es wird was. Ich kann gar keinen Schluck Kaffee trinken. Ja! Hör, was hat sich jetzt hier eingefunden? Und das ist zumindest keine Karausche. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Kann natürlich nur der kleine Welt sein, aber auf 3 Metern neben diesen Bruchstücken dort von der Mauer. Oh, was haben wir denn hier? Jawohl! Sogar die marmorierte Forelle. Na, herrlich. Auf 3 Metern dort unten hat sie sich rumgetummelt. Cool. Was man nicht alles so ausprobieren kann und dann sieht, was da verwischt, nämlich doch auf bestimmte Sachen noch beißen. Wir haben ja auch schon einige gefangen. In einzigartig, die eigentlich mit dem Köder so nicht gefangen werden sollten, laut Beschreibung. Aber es hat trotzdem funktioniert. Davon gibt es nämlich keine Videos, die YouTube praktisch überschwemmen. Ihr wisst ja, gibt es ja tausende Videos von bestimmten Fischen, wie man die wo am besten fängt und sowas. Machen ja auch, denke ich mal, sehr viele Leute. Ich will denen das auch gar nicht vorwerfen, aber ich finde es lustig, dass es auch anders geht, weil ich ja immer so einfach nur rumprobiere, wie ein normaler Angeltag, sage ich mal. Klar, ich spezialisiere mich gerne auch mal auf was und wenn ihr mir was schreibt, dann versuche ich das natürlich zu tun. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, da ist der und der Fisch, da ist der Rapfen und der steht da und da, dann werde ich das auf jeden Fall mal probieren. Aber im Großen und Ganzen möchte ich einfach wie einen normalen Angeltag ans Gewässer gehen und ein bisschen quatschen und dann noch viel Fisch mitnehmen, wenn es klappt. Ja, aber komisch bei der Grundroute, sobald die weiter vorne liegt, geht nichts. Die muss man echt ganz schön krass weit auswerfen. Aber hier vorne spritzt halt auch wirklich nicht viel. Das ist immer nur so in den bestimmten Bereichen. So, jetzt habe ich ja schon wieder keinen Kaffee getrunken. Das ist ja wieder das alte leidige Thema hier. Oh! Eben sage ich noch, da beißt nichts auf die Grundrute und dann geht es doch ab. Na, dann gehen wir doch mal ran. Hör! Oh, das könnte ja auch ein Forellchen oder sowas sein. Oder die Klodeckelkarausche, aber das glaube ich nicht. Weiß nicht, wie groß die werden und einzigartig. Mit unserer schönen Bottom Sniper. Da könnte so ein 2-3 Kilo Fisch sein. Je nachdem. Wels vielleicht, hä? Huh? Ja. Ein Wels. Ach, gerade mal 1,8. Oh, aber ich sehe, brauchen wirklich nicht mehr allzu viel XP, dann geht's richtig rund. Jetzt probiere ich es aber noch mal ein bisschen weiter und ziehe dann wieder an den Spot da. Das ist genau da dazwischen, zwischen die zwei Spritzlers. Oh,
Na prima, Leute, na prima. Ich kann gerade nicht rangehen. Ihr seht's ja. In der Animation stecke ich fest. So, jetzt aber. So, mal gucken, ob das wieder ein kleines Verrätchen ist. Ah, das könnte auch was anderes sein. Könnte auch wieder Mini-Welt sein. Aber schön, dass mal auf die Pose hier auch was geht. Ja. Ist der Kollege Welz. 2,7. Cool. So, ich laufe mal so weit vor wie möglich und hau jetzt noch mal ein bisschen weiter links hin. War eine coole Sache. Schon stellt man das Ding runter und dann zack, beißen auch die Fische, die näher am Grund sind. Macht ja absolut Sinn. Ich würde halt gerne eigentlich noch was aus der Ecke herauskitzeln. Es stört mich so ein bisschen, dass die Spinnrute nicht das liefert, was er eigentlich immer versprochen hat. Ich kann mich daran erinnern, weiter vorne an den Spots ging mit Spinnrute richtig was. Aber hier scheint ein bisschen mau zu sein, aber jetzt geht's wenigstens los. Die Bisszeit wird besser. Ja! Auch wenn das wieder. Das ist. Das muss da hinten, ey. Das ist ein Top-Karauschen-Spot. Leute. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das die große. Auf jeden Fall größer als die letzten, wenn es eine Karausche ist. Die hatten alle so 500 Gramm, die letzten. Das ist eine. Das ist eine. Ha! Schade, die hat sich besser verkauft als ihre anderen Kollegen und Kolleginnen. Mensch, lasst uns da noch mal eine große erwischen. Wäre richtig cool. Genau da dazwischen, ja. Noch ein bisschen reinleiern. Natürlich. Das muss doch klappen. Jetzt will ich mal kurz gucken. Ich hole das Ding jetzt noch mal rein. Ich möchte mal wissen, was die jetzt vielleicht auf Gummifisch oder sowas noch geht. Da muss doch auch was gehen. Welcher Fisch mag denn was? Das ist klar. Der Döbel. Würde gar nichts davon nehmen, okay. Mal auch nicht. Chat und Grub. Grub und Chat. 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 Okay, dann mache ich mir mal den Chat dran. Ich frage jetzt natürlich wieder was für eine Größe, aber. Hier mal so eine schöne Größe. Was haben wir denn mit? Auffällig hell. Lasst es uns mal probieren. Mit unserem Gummifisch. Oh. Was ist das? Pose? Ja. Och. Leute. Jetzt habe ich mich echt beeilt. Schade. Okay, nochmal ein Stückchen weiter links. Da hat sich der Lorch angepirscht. Und hat doch ganz schnell wieder losgelassen. Es könnte natürlich ein Verrätchen gewesen sein. Wir spucken den Köder gerne mal ganz schnell wieder aus. Ein Zander gibt es ja nicht. Gut, jetzt der Versuch mit unserem Gummifischlein. Oh mein Gummifischlein, fang mir die großen Fische. So, in der Absinkphase könnte ich doch jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken, oder? Ja, ich traue der Sache nicht so richtig. So, aber jetzt einmal ein Schlückchen. Mmh.
Oh, schön. Aber schöne Garausche haben wir schon gefangen. Also, ich finde die Tiere halt auch mega cool. Paar Welsboys, marmorierte Forelle. Können natürlich gerne noch die ein oder andere Fat Lady einsteigen, wenn es nach mir geht. So, die Pose bewegt sich schon wieder. Also, da scheint. Die 3 Meter scheinen dort hinten gut zu funktionieren. Das sieht jetzt auch aus, als hätten wir vielleicht, müssten wir vielleicht einen Doppeldrill machen. Die Grundrute wackelt verdächtig. Okay, Pose ist die erste, wenn es dazu kommt. Das könnte verrätschen sein. Springt verdächtig doll und schnell. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh! Döbel in Trophäengröße. Damit habe ich nicht gerechnet. Der ist aber ganz schön abgeflitzt, der Junge. 50 XP gibt der. Oh! Cool, jetzt sogar noch ein Döbel gefangen. Geil! So, und wie sieht es jetzt hier aus? Das ist jetzt auch nichts ganz, ganz Kleines. Das ist keine Karausche. Das muss wieder Kollege Kleinwelt sein. Was anderes ergibt keinen Sinn, wa? Weil ich kann das so hochstellen, wie ich will und die Belastung wird nicht stärker. Oh nee! Döbel, nee. Barbe! Eine Barbe! Die sind also auch da hinten auf dem Friedfischfleck. Oh, schön, guckt euch mal dieses Bild an. Herrlich, los, ich will noch eine. Werfe ich da noch mal hin. Cool, Barbe, Döbel, Forelle, Karausche, Wels. Geht schon viel besser als im letzten Part, muss ich zugeben. So, das war hier ungefähr, wa? Na, da, nee, noch ein Stückchen nach rechts. Das sind so die drei Spritzelpunkte. Spritzelmietzel. Führt mich zum Fisch. So, bei 65 waren wir ungefähr. Muss man ungefähr denselben Spot wieder reichen. Ja, ich könnte mir auch eine Boje hinstellen. Das markieren, aber das finde ich immer so unästhetisch. Das gefällt mir nicht so risch. So, Gummifischen haue ich noch mal volle Granate in die Ecke, tue ich die Pose noch mal ausbringen. Döbel. Haben wir eigentlich. Oh, den gibt es, glaube ich, nicht in einzigartig, wa? Habe ich in echt auch erst ganz, ganz kleine Exemplare gefangen. Würde ich gerne mal einen großen fangen. Können ja auch ganz schön groß werden, also für. Die Art an sich auf jeden Fall größer als Plötzen oder sowas. Der Rapfen wird dann noch mal größer, noch mal mehr Maschine. Aber die Döbel sollen schon sehr gut abgehen, wie eine Art Forelle. Die sollen richtig schön Ballett machen. Ja, da waren hier drüben, gell? Ja, so in die Richtung mal. Läuft, das läuft. Cool. Gut. Oh, an der Grundrute bewegt sich doch was. Ja. Hier. Ja, das ist, da gehe ich mal von Fräulein Karausche wieder aus. Aber leider wahrscheinlich auch wieder dieselbe Größe. 500 Gramm. Oh nee! Oh nee! Also ich sag mal, 5 von der Größe und die Pfanne ist voll. Und ist ja auch schön, den Barsch mal zu sehen, oder? Über den Barsch kann man sich schon immer freuen. Wenn es nicht der erste Fisch des Angeltages ist, ist das
immer ein gutes Zeichen, mal auch mal ab und zu einen schönen Barsch zu fangen. Krasser Köder, der Tauwurm. Es ist halt wie in echt. Das ist halt so ein geiler Allround-Köder. Anything goes, sag ich nur. Anything goes. So, wie tief ist es? Ja, 4,3 Meter. Ist eigentlich nicht allzu tief, möchte man meinen. So, das letzte Mal mit der Grundrute haue ich hier raus. Im nächsten Part werden wir woanders hingehen. Da werde ich vielleicht mal auch den Brassen, also Wels werde ich hier nochmal kurz probieren und dann würde ich vorspulen auf Frühs und mal gucken, weil Frühs ist immer eine gute Rapfenzeit. Um mal zu gucken, ob wir da die Rapfen hier ein bisschen erwischen. Aber jetzt war ja recht viel Action. Ich bin ja gar nicht mehr dazu gekommen, mal meinen Gummifisch ordentlich zu testen. Wobei so eine dicke Forelle sich den Knüppel auch noch mal gönnen könnte gerade. Ui, jetzt ist ja schon dunkel. Ja, wir haben ja schon 21 Uhr. Ja, machen wir im nächsten Part auf jeden Fall dann noch mal weiter, ganz klar. Jetzt sollten auch eigentlich jetzt nicht mehr so viele Karauschen beißen. Schade eigentlich, hätte gerne der einzigartige gehabt. Warte mal, wir haben doch auch für die Nacht hier einen, aber das ist nur der kleine. Oh! Okay, los, los! Geh ran! Da ist nochmal was an der Pose. Da ist er an der Grundrute. Ja, wobei, da sehe ich jetzt schon wieder, ja gut, es könnte auch wieder eine kleine Barbe sein. Eine richtig dicke, dicke Karausche, oder? Ich meine, gerade so 21 Uhr vielleicht. Oder, Kollege, ein Kilo Wels. Ja, das ist es natürlich. 1,5 Kilo, die sind echt hier drinnen extrem vertreten. Hammer, 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 Hammer. Komm. Weil es so schön ist, das soll nicht der letzte Fisch sein. Ihr wisst, ich beende den Angeltag nicht gerne mit dem Kollege Wels. Das bringt Unglück für den nächsten Part. Oh, 3,7 nur. Ich glaube, ich bin zu weit links, wa? Ah, Mist. Naja. So, hauen wir das Ding nochmal hier hin und gucken, was passiert. Ich war doch gerade dabei, hier nochmal einen Köder für die Nacht zu suchen. Würmchen. Aber Würmchen wollen sie ja nicht so. Hier noch so ein kleines Gummifischlein. Aber Spinnrute ist zumindest hier in der Ecke echt nicht so angesagt. Geht nicht ganz so gut. Weiß nicht wieso, aber das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Naja, aber eine Riesenvielfalt, also da kann man echt nicht meckern. Das ist ja echt mega. Aber den wollen sie halt leider Gottes, wollen sie den wirklich nicht so haben hier. Heieiei! Ja, schön versemmelt. Ich weiß auch gar nicht, wie das in der Nacht ist. Ob jetzt hier, der Döbel wird ja auch nicht in der Nacht beißen. Also das glaube ich jetzt auch nicht. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich wieder eine Weltinvasion. Frühs wird so die beste Zeit sein auf die Karauschen und auch viele andere Fische. Barsch sollte natürlich auf jeden Fall noch gehen. Aber wie gesagt, da haben wir ja den einzigartigen hier schon abgehakt.
freuen werde ich mich natürlich trotzdem über einen. Aber das sollte jetzt schon eher Aalzeit und Welszeit sein. Oh! Ah! Schöner Biss. Aber hier 10 Meter vom Ufer hat er reingehackt. Aber wenigstens meine Berührung hier auf Gummifisch war bisher noch nicht viel. Und auf die anderen Routen ist ja auch gerade nicht so viel los. Ach ja, Leute, und ich habe im Kino, ohne natürlich, ja gut, ich mache für mich eigens Werbung, aber Top Gun Maverick gesehen. Und wer den alten Teil mochte, der wird den neuen Teil lieben. Ist wirklich einfach von vorne bis hinten gelungen und schön, der Film. Und auf der Pose. Das war aber jetzt aus heiterem Himmel, oder? Das fühlt sich, das ist kein Wels. Das ist kein Wels. Zieht viel zu schnell nach links und rechts. Oh! Komm her! So, was haben wir denn hier? Ui! Ach, nochmal Kollegin Forelle in der Nacht. Das ist natürlich auch nicht so schlecht, gell? Wie viel XP geben die denn? Die ist ja jetzt auch nicht die schwerste. 1,4, 32 XP ist nicht viel. Die Routen sind viel zu stark für die, aber... Naja, ich sag mal, es gibt Schlimmeres, als den Part mit so einem Fisch hier zu beenden. Ich bin der Affenkönig, dämlich. Das war Part 134 von The Fisherman. Ja, und ihr könnt mir gerne ein paar Spots verraten, wo ich nochmal schneller XP machen kann. Aber wir haben noch einen Fisch. Oh, wie? Das ist ja ganz selten bisher passiert. Okay, der Bonusfisch. So, den hole ich noch raus und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Part wieder einen neuen Spot. Ah, das könnte jetzt natürlich, Kollege, 5-6 Kilo Welt sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Obwohl, vielleicht auch nicht ganz so schwer, weil da lässt sich schon ziemlich leicht reinholen hier. Nee, das ist was anderes. Das ist eine Barbe. Ha, das ist doch mal eine schöne Barbe. Ne? Das ist doch mir lieber als Kollege Welz. Gut, meine Freunde, und mit diesem wunderschönen Fisch verabschiede ich mich von euch. Gehabt euch wohl. Noch einen schönen Abend oder Tag. Und immer positiv bleiben. Macht's gut, euer Affenkönig.